zum Bahnhof ins Ghetto, da bemerkten wir, dass man keine Mahnmänner für die geschehenen Taten fand. Unser Guide, ein lettischer Student, erzählte uns, dass wir in ganz Lettland kein Denkmal finden würden. Die lettische Regierung würde dieses Geschichtskapitel wenig bearbeiten. Und die meisten Menschen würde es nicht wirklich kümmern, was damals mit den Juden passiert ist. Sie empfanden die Nazi-Herrschaft in ihrem Land als nicht so schlimm. Die Nazis waren bei ihrem Einmarsch in Riau sogar als Befreier gefeiert worden. Das haben wir im lettischen Okkupationsmuseum erfahren. Lettland ist erst seit kurzer Zeit unabhängig. Das erste Mal wurde Riga vor 800 Jahren von Deutschen eingenommen. Danach von Polen. Auf die Polen folgten schwedische Besatzer und dann das russische Imperium. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Lettland im Jahr 1918 zum ersten Mal unabhängig. Im Zweiten Weltkrieg besetzten zuerst die Sowjets, dann das Deutsche Reich Lettland. Viele Letten wurden unterdrückt, deportiert und getötet. In diesen Jahren verlor Lettland ein Drittel seiner Bevölkerung und wurde nach 1945 der Sowjetunion angegliedert. Seit 1991 ist Lettland wieder unabhängig und seit 2004 Mitglied der Europäischen Union.